Freitagabend an einem kalten Wintertag in Italien. In der Mailänder Rush-Hour fallen plötzlich alle Ampeln aus und der Informatiker Piero Manzano wird auf der Heimfahrt in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Von links rasten die Scheinwerfer eines LKWs heran. Ein heftiger Stoß schleuderte Manzanos Kopf gegen die Seitenscheibe. Sein Wagen wurde herumgewirbelt, wie ein Karussell, bevor ein weiterer Aufprall ihn stoppte. Als er wieder bei Bewusstsein ist, stellt Manzano verwundert fest, dass in ganz Europa die Stromnetze zusammengebrochen sind. Er vermutet einen Hackerangriff und versucht, Beweise dafür zu finden. Diese Stromzähler sind im Prinzip kleine Computer. Deshalb nennt man sie auch Smart Meter, das heißt intelligente Stromzähler. Dank ihnen kann die Stromgesellschaft nicht nur deine Stromverbrauchsdaten auslesen, sondern den Zähler auch fernsteuern. Über den Laptop kann ich mit dem Zähler kommunizieren. Man möchte doch wissen, von wem man abhängig ist oder nicht. Tatsächlich entdeckt er schon bald Manipulationen, die auf eine gezielt geplante Terroraktion hindeuten. Aber er braucht lange, bis ihm das jemand glaubt. Nur den Europol-Kommissar François Boyard kann er überzeugen. Der schlägt auch sofort Alarm. Meine Damen und Herren, jemand greift Europa an. Wissen wir wer? Nein, die Betreiber konnten die Zähler, über die Schadcodes eingespeist wurden, ausfindig machen. Insgesamt waren es in jedem Land 3. Doch den Drahtziehern kommt man nicht auf die Spur. Und als die dann auch noch der New York City Subway den Strom abdrehen? Das Kreischen der Bremsen verschmolz mit den Schreien der Passagiere. Mit einem Ruck kam die U-Bahn zum Stehen. Oh. Ist auch dem letzten Zweifler klar, der Kampf ums Überleben hat begonnen. Ersten Berichten und ihren Messungen nach waren mindestens 2/3 des Kontinents ohne Strom. Noch mehr Gebiete würden folgen. Und dann, langsam, ganz langsam, würde zuerst einer und dann immer mehr erkennen, dass die Zeit der Geschichten zu Ende war. Weil die Geschichte selbst neu geschrieben wurde.